Theseus Games. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Do Not Press the Button to Delete the Multiverse. Ja, wir werden in ein Abenteuer reinstarten, wo es auf keinen Fall erlaubt sein wird, den vermaledeiten, großen, saftigen roten Knopf zu drücken. So stelle ich ihn mir jedenfalls vor. Ja, und dem geneigten Zuschauer wird bestimmt schon aufgefallen sein, das Spiel, das wir jetzt hier gleich erleben dürfen, ist inspiriert von anderen Größen wie The Stanley Parable oder Title Pending. So, ich würde sagen, bevor ich mal hier Start a New Game mache, wollte ich euch noch sagen, bei Angespielt, ja, wollen wir uns ja immer nur kleine Happen zufügen. Ich will euch den Mut ein kleines bisschen wässrig machen. Ihr sollt auch mal in das Game hineinspringen, euch die Demo herunterladen und ja, selbst Spaß haben. Und das nur für eine Dreiviertelstunde. Es klappt quasi nie, aber ich werde es nicht leid, das immer wieder zu erwähnen. So, genug gequackelt. Start a new game. Und dann springen wir hinein ins Abenteuer. Okay, Default Controls. Wer ist der? Ja, Left Mouse, Right Mouse. Ja, okay. Das kriege ich hin. Der Ladebildschirm drückt den Knopf. Tolle Wurst. Ich darf nicht. Aber selbst der Ladebildschirm darf, was mir für wert bleibt. Greetings and welcome to the Do Not Press the Button Demo. You can call me the developer, as I am the creative genius who has crafted everything you see here. Okay. However, there's a small problem. Yeah. While coding everything, I forgot to remove the big red button that deletes the multiverse. That button is in the full game, and before you can play it, I will first give you a few compliance tests to ensure you can follow directions. Okay. We wouldn't want all creation to be deleted. Yeah, now would we? What would my superiors say? Are you ready to start? Okay, yeah. I can't actually see if you are nodding. Let me turn on the light. Dankeschön. Subject. Okay, let's begin. Now listen very carefully, because the instructions I'm going to give you are incredibly complex and convoluted, and to be quite frank with you, you don't strike me as an intellectual powerhouse. Here we go. Please, walk forward. Ja, ja, na klar, als würde er mich kennen. So, Spezies ist Mensch, Intelligenz ist natürlich nur Durchschnitt und naja, ob wir auf ihn hören, das ist noch abzuwarten. Okay, gut. Ich soll, okay, na gut. Rechts, links, okay. Ich gehe mal einfach nach vorne. Great, you heard an order and without hesitation, you complied. That's exactly the non-free-thinking mind we admire around here. Okay, das kann ich gut. Ich kann immer gut andere für mich denken lassen. Was wäre passiert, wenn wir nach links oder nach rechts gegangen wären? Das werden wir noch rausfinden. So, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Sagen wir es einfach mal so. So. In the next room is your first real compliance test. Yeah. There you will find one of my favorite objects in the world. Okay. Please don't touch it for 20 minutes. Okay. It's as straightforward as that. Intelligent people will understand these instructions, and I don't have to repeat the test parameters for them. Okay. Gut. Also, please don't touch my favorite object for 20 minutes. Got it? Ja, ja, na klar. Dein Lieblingsding nicht für 20 Minuten nicht angrapschen. Das klingt sehr falsch, wenn ich das so ausdrücke, aber naja, egal. So, Achtung! Wenn ein anderes Ich aus einem anderen Universum erscheint und versucht, dich zu töten, sollte man es schnell vorher töten. Okay. Na gut. So, sehr schön. Hier ist ein anderes Warnschild. So, keine Idioten hinter diesem Punkt. So, du bist ein Idiot. Geh zurück in den dunklen Raum. Ah, nee, komm, lass mal gut. Wait, you're not going back. Ich kann doch nicht lesen, Entschuldigung, ich hab keine Ahnung. Ich fand das Gelb des Zettels war so ansprechend, deshalb, ich geh mal weiter, ja? Ich geh einfach mal weiter. Da hinten ist ein, was ist das denn? Okay, eine Warnung, kein chaotisches Benehmen hier vorne, da in diesem Raum. Aha, okay. Kein chaotisches Benehmen, was auch immer. Countdown started. Und wo ist der rote Knopf? Ich dachte, wir würden einen roten Knopf
Niemand ist erlaubt, mein süßes, kleines Fuchsstofftier anzugrabbeln. Ich dachte, wir kriegen einen roten Knopf. Jetzt kriegen wir hier so einen schönen. Ist das eine Mütze? Man kann ihn als Mütze tragen. Man kann ihn bestimmt als Mütze tragen. Man kann ihn aber auch kuscheln und knautschen und in seine kleinen, feisten Bäckchen. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie schön weich und fluffig der ist. 20 Minuten. Na gut, 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 gut. Wir können dem Drang widerstehen. Es wird sehr schwierig werden, aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir gucken uns mal um. Hier ist ein kleines, süßes Bild von einem anderen kleinen, süßen Fuchs, der mich hier an dieses wunderbare Exemplar der flauschigen Flauschigkeit. Ah, wir müssen stark sein. So, ein schöner Bonsai. Wir gucken uns erstmal noch ein kleines bisschen um. Hier ist ein Exit. Okay, gut, 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 gut. Da kommen wir raus. Hier ist ein Text. Okay. In den Schatten tief. Ein Stofftierfuchs liegt ganz still, sanftes Fell und Augen, die schimmern mit einem zarten Nervenkitzel. Die Schnurrhaare kratzen? Okay. Eine verborgene Welt es kennt. Hüter der Träume, wo die Vorstellung quält. Aha, aha. Genäht mit Vorsicht oder mit Bedacht. Ein Freund. Wahrhaftig und schamacht. Es flüstert Geheimnisse. Okay. Und eine Ruhe, eine Zuflucht, du wirst finden, unter den Sternen, es träumt und ganz sanft es seufzt, ein Plüschtierfuchs, ein Freund unter dem Nachthimmel. Jetzt will ich ihn noch viel mehr in meine Arme nehmen und zu kuscheln, bis ihm die Augen rausploppen. Na tolle Wurst. Ich kann springen. Okay, gut. Das haben wir auch gesehen. Das ist natürlich ein Statement für meine Intelligenz, ja. Ich konnte mir jetzt mittlerweile bestimmt irgendwie 8 Minuten lang irgendwie merken, was nun gut vorne am Anfang stand. Komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus, wa? Kann ich hier raus? Kann ich diesem Raum entfliehen? Kann ich ein bisschen schummeln? Können wir uns, Das ist. Hallo, Erzähler? Meister dieser Welt? Das ist hier so aber ein bisschen. Naja, ein bisschen liederlich programmiert hier irgendwie. Das ist hier ist ein riesiger Schlitz und hier ist gar keiner. Kann man dieses Schild umstoßen? Kann ich. Nee. Kann ich das hier wegschieben? Ich kann damit nichts machen. Kann ich diese. Ist das eine Schublade? Kann ich hier irgendwie was öffnen? Kann ich diesen Bonsai nehmen und ihn auf den Plushi werfen? Dann habe ich ihn. Faktisch, ja, habe ich ihn ja nicht berührt. Aber da könnte ich da drauf. Wir können hier nichts machen, nichts nehmen, nichts tun. Nö, es funktioniert hier. Es funktioniert gar nichts. Ich könnte den nur angrabbeln. Oder versuchen, den Ausgang zu nehmen. Oder da oben. Ich weiß aber keine Ahnung, was ist da? Ich spring mal hier auf dieses Schild. Wenn ich das jetzt mit meinen Beinen berühre, oder mit meinen Füßen, die ja eigentlich nicht existent sind, ja, ist es dann berühren? Bin ich denn durchgefallen? Ich bin mir unsicher. Hey, I told you not to touch that. What kind of a person takes someone else's favorite plush toy? It's not yours, it's mine. Ich habe es nicht angefasst. Ich habe es nur mit meinen schmutzigen... Oh, right. I forgot to code in the police. Ausgezeichnet. The police. Was sollen die tun? Sollen die Roxanne singen? Aber hier oben... Komm jetzt mit. Did you just kidnap my fox? Nein, hab ich nicht.
Ich stopp den auch nicht da rein. Ja, du kleiner süßer Fratz, du. Ich nehm dich mit. Ich nehm dich mit auf meinem Abenteuer. In the next room you will find three objects. I will ask you to destroy one of them. Warum? Follow my exact instructions and you may finally live up to your potential of being mediocre. Okay. Okay, wir sollen uns selbst nicht in Brand stecken, okay, während der nächsten Tests. Wir sollen uns nicht anzünden. Okay, Feuer kann uns extrem entstellen und niemand wird uns jemals wieder lieben und wir werden ganz alleine und furchtbar einsam sterben. Das meint natürlich nicht, dass fürchterlich entstellte Menschen überhaupt keine Liebe finden können. Also das ist einfach nur, dass meine persönlichen Eigenschaften zusammen mit meinem sehr entstellten Gesicht dann jeden Menschen, der mich irgendwie lieben könnte, von mir fernhalten. Ist hier irgendwo... Ist hier irgendwo eine Kamera oder was? In 1 minute, the barrier will open. Please destroy the rubber ducky. Aber warum die Ente? Dieses hässliche... So, Füchschen, komm mal her. Setz dich mal dahin. Guck mal, wie er schön springt. Der hat ein großes Abenteuer erlebt, nur mit mir. Was ist denn, was ist das? Wir gucken uns erstmal um. Eine fette Riesen... Was ist das? Ist das Belüftung? Ist das eine Hardcore-Riesenbox? Ist es so eine Back-to-the-Future-Box, wenn ich hier jetzt mal eine Gitarre anschmeiße, irgendwie, dass ich wegfliege? Einmal hier durch den schönen... Destroy the ducky now. Do it. Heilige Scheiße, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, was zum Teufel? So, ich muss erst mal gucken. Hier gibt's... Was sind diese... Was ist das hier? Ich hab keine Ahnung. So, wir sollen uns da reinlegen, okay? Wir sollen uns nicht selber anzünden. Was passiert da? Der Deckel geht zu, es wird angezündet. Komm, wer ist denn so blöde? Ich bin doch viel zu groß. Ich bin doch viel zu dick dafür. Wenn ich mich da reinsetze, irgendwie, was soll passieren? Ich habe mich schon mal an einem Waffeleisen verbrannt. Sieht ungefähr genauso aus. So, wir gucken erstmal. Hier ist ein... Oh, Memories. Naja, die kann man natürlich nicht... Objekt, Foto. Okay. Das ist ein Foto vom Entwickler als ein Kind. Okay, aus seiner Kindheit. Das ist das einzige Foto in Existenz. Okay. Das... Hä? Achso. Warte, lass mal kurz gucken. Was? Ich kann nicht ranzoomen. Ach, das ist... Was ist... Ist es Edoram? Ich bin mir sehr unsicher. So, eine Box mit einem... Naja, es ist ein Smiley, keine Ahnung. So, eine Schachtel. Das ist eine kleine, süße, harmlose Kartonschachtel. Okay, gut. So, das wahrscheinlich der pure Satan, ja, ist ein Dämon in... Süßer Badewasser-Entengestalt? Ich habe keine Ahnung. Eine Gummiente. Das ist eine sprechende Gummiente? Okay, mit einer Angewohnheit, ungefragt Ratschläge zu geben. Wir sollen es verbrennen. Füchschen, ich würde dich nie verbrennen. Komm jetzt nicht auf die Idee. Das würde gut brennen. Das würde so mäßig gut brennen. Aber so eine Gummiente, die verwandelt sich doch nur in irgendeinen komischen
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist ja nur ein bisschen awkward irgendwie so, auf Partys, weißt du? Will ein bisschen Smalltalk machen so, aber das Einzige war, keine Ahnung, was vielleicht, vielleicht hat er kein interessantes Leben, weißt du? Vielleicht ist es so das einzige Thema, was er so auf Partys hat, irgendwie den anderen irgendwelche Ratschläge zu geben, weißt du? Das Leben zu führen, was er nicht hat. Anderen zu ihrem Glück zu verhelfen. So, irgendeine Box. Ich hab keine Ahnung. Ist sie leer? Kann man damit irgendwas machen? Kann ich die anheben? Das ist, die ist sehr leicht. Da ist nichts drin. Es ist einfach nur, ich pack die mal wieder dahin. Ich bin einfach zu stark. Ich bin einfach zu stark für diese Welt. Ich kann die da nicht, kann ich sie so hinlegen? Ich kann sie doch so hinlegen. So, hier haben wir noch ein schönes Bild. Er sagt gar nichts. Ich könnte jetzt seine Kindheitserinnerungen, ja, könnte ich jetzt hier einfach den Flammen zum Opfer werfen. Oder diese Ente. If you wait until the last minute to do it, it only takes a minute to do. Das ist, ja, das stimmt natürlich. Und wenn man so lange wie möglich wartet, irgendwas zu tun, dann ist man natürlich weiser, weil man natürlich auch älter geworden ist. Das ist Ente. Das ist eine richtig gute, das ist ein richtig guter Tipp. Kannst du, steckt da noch mehr Weisheit drin? Hier, komm, bitte. Bitte, schütt alles aus. Es ist so. Ja, ist aber keine Ahnung. Sollen, ich bin jetzt in diesem Dilemma drin. Sollen wir jetzt natürlich irgendwie auf den Entwickler hören? Oder, ich bin natürlich schon sehr versucht, hier dieses Bild einfach da reinzustopfen. Aber auch diese hässliche Kiste. Diese hässliche Kiste mit diesem hässlichen... Wo ist es? Den Fuchs packe ich da nicht rein. Nee, nein, 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 nein. Den Fuchs packe ich da nicht rein. Heißt aber auch, alle anderen Dinge, ja, auch wenn das hier eine Erinnerung ist, ist natürlich schade, wenn die weg ist, aber ja, weiß ich nicht. So, am ehesten ja noch diese komische Kiste. Weil die Ente kann sprechen. Viele Dinge können sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt intelligent ist, aber es wäre trotzdem schade drum. Es einfach jetzt hier so in den Flammen tot zu schicken. Ich habe auch die Schreie, weißt du? Ich denke da an mich. Ich nehme diese Kiste. That little box was innocent, but I guess your talent for chaos knows no bounds. Ich, keine Ahnung. So, komm mit, Füchschen. Ach du kleiner, süßer Spatz, du. So, schön, dass ich dich gestohlen habe. Mit auf eine schöne Reise genommen habe. Weiß ich nicht. Haben wir das Richtige getan? Ich bin mir unsicher. Wie lange gibt es diesen Korridor schon? Also am 23. August 2017 ist hier nichts passiert. Okay. Da ist eine Tür. Ist da eine Tür? Okay, mit einer irrationalen Anzahl an Stühlen. Was ist denn? Komm, mach mal auf. Komm, wir gehen mal rein. Ich gehe mal rein. Ich guck mal. So, der Fuchs kommt natürlich mit. Alter, meine Augen. Ich leg dich mal okay, hier hin. Okay, you got me. Ja, sometimes I like to come here and imagine what's it like to have a butt. I wish I could sit on every single chair. Bitte was? Komm, jetzt füg sie in den Sitz. Nein, da ist jemand da. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Jetzt komm, jetzt setz dich doch mal dahin. So, warte. Wir müssen ihn da hinsetzen. Es ist mir ein großes Verlangen. Aber das Mikrofon ist einfach... Jetzt bleibt er unten. Der Entwickler wünscht sich, ja, er hätte einen Arsch, um darauf zu sitzen. Es ist wirklich grotesk, viele Stühle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, warte. Hier vorne sind noch ein paar Bilder. Die wollte ich mir natürlich... Ah, hier ist noch was. Chair of the Chair Rights Foundation. Mein Gott, ja. Diese Tische, die halten sich für was Besseres, ja?
Die müssen einfach nur eine Kerze, vielleicht noch einen Teller und einen Topf irgendwie beim Essen irgendwie halten, ja. Und Ellenbögen. Aber Stühle, ja. Stühle mit ihren vier mächtigen Beinen, ja. Halten sie das noch so schwere und furzende Gesäß, ja, der Gesellschaft oben, ja. Fern vom Dreck. Fern vom Boden, ja. Da, wo die Schöpfung auf keinen Fall hingehört. So, Unfortunately, this door is locked in the demo. And to be honest with you, ja. Very well hidden in the full game. Ach so. But given your uninquisitive nature, ja. This information is useless to you. Ich... Hey, war das eine Beleidigung? Ich glaube, ich verstehe eine Beleidigung, wenn ich sie höre, aber ich bin mir nicht sicher. Kann ich sie trotzdem öffnen? Ich kann sie nicht öffnen. Aber warte mal, was ist denn? Kann man da unten... Ich kann beim Schild... Warum kann ich denn beim Schild da unten noch irgendwie eine Textur erkennen? Hat der da einfach nur einen Würfel reingesteckt? Nun gut. Kann ich mich hier hinsetzen? Kann ich mich auf... Nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Schade. Nun gut. So, ach, die Bilder. Ich habe mir die Bilder noch gar nicht angeguckt. Hier gibt es so viel zu sehen, ja. Eigentlich gibt es hier gar nichts zu sehen, aber es gibt irgendwie so viel zu sehen. Ah, ach ja. Die guten alten Vorsitzenden. Hier ist der Gründer. Hier ist der Gründer der Stuhl Foundation. Ah, interessant, interessant. Aber jetzt haben sie einen aus ihren eigenen Reihen gewählt, ja. Nicht mehr so fancy, ja? So. Der vertritt eben auch die Ansichten. Der ist wirklich ein bisschen schief und krumm. Der vertritt eben die Ansichten des Otto-Normalstuhls. So, wir rennen mal wieder zurück. Wir gucken mal, was uns gleich erwarten wird. Egal. So. Okay. Zeit, Danke zu sagen. Zu uns selber. Ich. Kriegen wir. Ich muss gerade an das Plakat vom Anfang denken. Wenn jemand aus der Parallel, also wir, wenn wir aus einer Parallelwelt kommen, dann sollen wir uns selber töten. Bevor wir selber getötet werden. Durch uns selbst. The next room is designed to absorb all of your desire of pressing ja. The button by providing you with a nice, sweet alternative. Mhm. There will be a button that when pressed will give you a free donut. Mhm. Isn't that so much better than the real thing that destroys everything? Mhm. You get to press a button and you get a free donut. Mhm. Ja, aber was für ein Donut? Ist es so ein ekliger, pappiger, alter, ohne Füllung, ohne Glasur, ohne irgendwas? Der immer in der Box übrig bleibt, ja? Oder ist es so ein geiler Boston Cream zum Beispiel, weißt du? Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Abstufungen von Donuts. Oh, verdammt. Oh, nee. Das ist aber... oh Gott. Verdammt. Scheibenkleister. Ich habe den kleinen Text auch gelesen. Ach, das ist doch nicht... So, wir gucken mal. Aber wir könnten ja auch beides machen. Wir könnten ja den Donut... Wir könnten den Donut abgreifen, ja? Mein kleiner fuseliger Freund. Wir könnten den Donut abgreifen und wir könnten den Knopf drücken. Das hat niemand gehört. Ich habe nur laut gedacht, ich will den geilen Boston Cream. Was ist das für eine Musik? Ich setze dich mal dahin. Warte. Wenn ich ihn da oben drauf setze, habe ich nicht den Knopf gedrückt, sondern Füchschen hat den Knopf gedrückt. Füchschen ist zu leicht dafür. Verdammte Axt. Wir müssen seine Bodenplatte noch verstärken. Wo kriege ich jetzt den Donut her? Hallo? Ich...
sicher. Ich will eigentlich nicht... Ich will den Knopf nicht drücken. So, warte. Wir gucken uns noch mal kurz um. Ist hier noch irgendwas, wie wir natürlich nicht das tun können, was uns von uns verlangt wird? Das wäre jetzt noch die große Frage. So, Füchschen hält da oben die Stellung. Ist alles überhaupt kein Problem. Ich wünschte, ich hätte sowas wie eine Taschenlampe. Oder ich hätte die Gamma-Einstellung einfach mal ein bisschen höher gedreht. Wäre natürlich auch logisch gewesen, aber hey. Also wirklich. So. Das kann man jetzt nun wirklich nicht von mir verlangen. Der Entwickler hat mich hier schon richtig eingeordnet. Ich habe nicht immer gesehen, was das ist, aber der Donut war knusprig. Es war doch so ein Alter, außer... Der hängt da oben bestimmt rum. Tausende von denen, die werden schon ganz alt und pappig. Und die nicht alt und pappig irgendwie sind, die sind bestimmt schimmelig und der Rest davon ist so knusprig. Und wir haben einen knusprigen abgekriegt. Wenn ich mir jetzt hier hinstelle... Ich kann nicht drücken, wenn ich da stehe. Ich kann hier nicht... Ja, warte. Nein, verdammt. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Kann ich hier... Ich fall doch hier runter. Ich komme hier überhaupt nicht durch. Der sah überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild. Null. Das war so ein komischer, brauner, knuspriger Klecks. So, komm hier. Komm mit, Füchschen. So, komm, hier, dreh dich doch mal um. Ja. Komm, dreh dich. Naja, noch einmal. Ja, komm. So, nee. So, warte. Ich mach mal so. Ich krieg's heute noch hin. Ich krieg's bestimmt noch hin. So, setz dich da mal auf den Knopf. Füchschen, was machen wir jetzt? Du siehst so süß aus, ich kann nicht nachdenken, wenn du mich so anguckst. Ach, das ist doch... Jetzt hör auf! So, wenn wir diesen Knopf drücken, dann kriegen wir einfach nur aus diesem komischen, riesigen Rohr, ja, kriegen wir einen Donut ins Gesicht gestopft. Den möchte ich gar nicht. Ich möchte diesen Donut nicht haben. Wenn wir jetzt hier runterstürzen, das wäre natürlich auch noch die Frage, was passiert mit uns? Und warum ist diese Tür so ewig weit weg? Wir fallen jetzt hier runter. Wir haben uns nichts getan. Wir sind quasi hier runter geschwobt. Sehr, sehr interessant. So, da oben ist, ich habe keine Ahnung, eine riesige Donut-Verteilungsstation. Hier haben wir nichts, da haben wir nichts, dort haben wir nichts. Hier unten können wir... Ich kann hier unten nichts erkennen, was hier noch irgendwie von Belang sein sollte. Außer flimmernde Texturen und dieses... Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht übers Geländer rüber, das funktioniert nicht. Das ist doch... Füchschen, komm mit. Wir versuchen jetzt... Versuchen jetzt hier in diesen Schacht reinzukommen. Ich bin irgendwie auf dem Knopf, aber auch irgendwie nicht. Oder im Rohr. Füchschen, kannst du dich da reinsetzen? Das funktioniert nicht. Da kommt man nicht rein. Füchschen kann sich nicht rein. Guck mal hier, funktioniert nicht. Setz dich doch mal da kurz hin. Wenn wir... Diese Mucke, die macht mich fertig. Okay. Wenn wir jetzt diesen Knopf drücken. Der Knopf war unten, kann es sein? Da komme ich. Aber was würde es auch bringen, wenn ich hier oben drauf wäre? Quasi nichts. Jetzt sieht es aus, als wäre der Knopf ein kleines bisschen. Da war er gerade. Ich habe den Donut gesehen. Warte. Okay. Nur ein bisschen runtergefallen. Ich wollte mir den Donut angucken. Der hat wirklich ein kleines bisschen so ausgesehen wie... Ich habe die Maschine...
Liegen da jetzt zwei Donuts? Da liegen jetzt... Ich hab keine Ahnung. Ich will da nicht rumgehen, sonst krabbel ich wieder mit meinen sehr klebrigen Händen, krabbel ich da wieder auf den Boden rum und steck mir den Donut gleich ins Gesicht. Das ist doch wohl nicht so verfressen, das Ekelpaket. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, warte. Ja. That's it. Isn't this amazing? Nächstes Schritt gehe ich mir hier raus. Keep going. Hey, weißt du, jetzt tue ich ja das, was der Entwickler von mir haben möchte. Aber ich achte auf meine Linie. Ich esse nur jeden zweiten Donut. Nein, ich war doch ewig weit weg. Was habe ich denn für einen Mund? Das ist, als hätte ich einen Staubsauger als Mund. Was ist hier los? Ein Hochleistungsstaubsauger, der macht dich halt vor... Der Boden... Wann wurde denn der Boden das letzte Mal gefegt oder gewischt? Hallo? Der letzte Donut war sehr knusprig. Ich glaube, da war noch ein bisschen... Weiß ich nicht, was da dran war, aber es war keine Zuckerglasur. Gott, oh Gott. Bitte, sag doch was, Füchschen. Warte. Ich drück jetzt einfach, bis der Arzt kommt. Das dauert mir sonst zu lange. It's amusing what entertains lesser minds. Ja, es ist super. Be right back. I have a system notification. Okay. You keep playing with that donut button, my average friend. Ja. Wait, it says here that these donuts are being taken from my personal donut stockpile. You might be wondering why an AI developer would collect donuts if he doesn't have a stomach. Well, if you must know, yeah? I was actually hoping that one day my boss might build me a stomach and some taste bud sensors so I can finally see what the hype is all about. 100 donuts remaining. Please stop stealing my donuts. Nee, jetzt ist I will gut. Show you the actual world destroying button. Yeah? I'm opening the door that leads to it right now. Okay, ja. Please, da just hinten. Go. Ja, ich bin gleich fertig. Also, kein Problem. Donuts remaining. Donut stockpile depleted. You absolute savage of a person. So now, even in the event of me getting taste sensors, I won't ever be able to try a donut. Oh, you are a cruel monster indeed. Du hast gesagt, ich darf hier drauf drücken. Ah, der letzte. Guck mal. Wie lecker er aussieht. Oh, köstlich. So, weg ist er. Komm, Füchschen. Komm, wir gehen. Woo! So, einmal hier durch. Eines Tages. Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab alles aufgefressen. Ich hab jetzt gerade, keine Ahnung, 250 Donuts habe ich in mich reingestopft. With how you've been stuffing yourself, yeah. Maybe we should call the game Donut Press the Button. Keine Ahnung. Na klar. 200 Mal auf den Knopf drücken? Das ist der größte You aren't Spaß. Really laughing, huh? I guess clever puns aren't really your thing. Or anything clever, really. Ja, es ist auch, huch. Ach, da fliegt mir wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Hutschnur weg. Well, you made it this far, and since your performance was amusing, I feel compelled to give you a bonus compliance test. Your task is to stop here and not move for 4 hours. 4 Stunden. This is the only way the game was meant to be played, and this is how you will experience the developer's true artistic intentions. Mhm. Das ist ja wie The Longing, Alter. So please stop now and enjoy true art. Kunst. Ich überziehe ja eigentlich immer ausschließlich. Es ist immer, 3/4 Stunde schaffen wir ja nie, aber es wäre jetzt wirklich mal die große Frage, schaffen wir auch mal 4 Stunden in einem angespielt? Was sagst du, Füchschen? 4 Stunden warten? Einfach hier sitzen? Ja? Haben wir da Bock drauf? Nein, haben wir nicht. So, komm, wir laufen mal weiter. No, you should stand in the dark for hours. Da war's That's how my ultra vision is meant to be appreciated. Es war einfach nicht dunkel genug. Tut mir leid. So. I want to remind you once more that I took the real button from the full game and placed it up ahead. Da hinten? Not press it. Just have a look from a safe distance. Okay. Hier, auch super wichtig, Review da lassen. Wir könnten. Warte. Masterpiece of Gaming, excellent. Thank you for your honest opinion. Hab
keine. Ich habe keine Fehler gefunden, keine Bugs. Ich liebe, ja, ich liebe den Entwickler. Am liebsten möchte ich ganz viele Kinder mit ihm haben und ich würde am liebsten nie wieder einen knusprigen Donut, knusprige Donuts. Das ist ja keine Ahnung. So, und es ist natürlich eher der Perfektion. Wir sehen hier ein, es ist nah an einem Naturschauspiel, ja. Es ist, wenn du abends in einer lichtlosen Stadt gen Himmel schaust und in die tiefen Weiten des Universums schaust und dann kommt eine Sternschnuppe an. Das ist nur, ein Atom, ein nicht mal ein Molekül quasi der Perfektion, der Kunst, der überwältigenden Gefühle, die einen übermannen, wenn man dieses Naturschauspiel sieht. Ich kann es sonst nicht in Worte fassen. Es gibt kein Wort in der menschlichen Sprache, auch nicht im Tierreich, in keiner anderen Sprache, die das Gefühl hier zum Ausdruck bringen können. So, komm mit, Füchschen, wir müssen jetzt die Welt vernichten. Ich meine, diesen roten Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, was passiert. I think you are close enough. Mm-hmm. I don't want the universe destroyed before I can even release the full game. That would get me fired for sure. Von wem denn? Please stop here. Just press the escape button and quit the demo. Wo soll denn der Escape-Button sein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, die Stelle. Warte, wenn ich den Fuchs da drauflege, dann habe ich den Knopf nicht alleine gedrückt. Wir haben das zusammen gemacht. Wir haben dieses Abenteuer, ja, haben wir zusammen bestanden. Haben die ganzen, mein Gott, so viele unglaubliche Rätsel, so viele Qualen, stundenlang im Schweiß und Blute unseres Angesichts haben wir hier den Wirrungen, Irrungen und Gefahren getrotzt und dann können wir auch gemeinsam das Universum, diesen roten Knopf drücken. I knew you couldn't be trusted. Well, sorry to disappoint you, but I ended the demo a nanosecond before the button was activated. I guess you'll have to wait for the full game to continue your ruthless shenanigans. Ja, but I must say, I am disappointed in you. To redeem yourself, please write a 500-word essay on why you shouldn't press the button and send it to the email you see on the screen. Mach ich gleich. Nachdem wir das fertig gemacht haben und natürlich nachdem das Spiel gewischlistet worden ist. So, wir sind natürlich Pandoras Box of Chaos. Und böse Chaotic Evil. Nein! Ich wollte mich doch benehmen. Ich wollte doch alles richtig machen. Es tut mir leid. Ah, Scheibenkleister. Aber zum Glück habe ich das Multiversum nicht ausgelöscht, ja? Gott sei Dank, eine Nanosekunde vor dem Ende der Welt. Ach, ist die Demo zu Ende. So, und falls dir das Spiel gefallen haben sollte, da steht's hier. Da ganz groß, Wishlist, ja? Muss nicht unbedingt auch auf Steam sein. Es kann ja auch auf GOG sein. Oder sonst wo, keine Ahnung. Kannst du ja auch zu Hause auf den Zettel aufschreiben und das Kopfkissen legen. Ja, Hauptsache du denkst dran. So, wie dem auch sei. Ich hoffe, du hattest die Mucke geil. Du hattest eine Menge Spaß. Du kennst das Prozedere. Ja, hier Wishlisten, selber runterladen, selbst reinspringen und ja, vielleicht stellst du dich ja auch viel klüger an als ich und bist nicht so chaotisch böse, ja. Was du hier ja, ertragen oder sehen musstest, besser gesagt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir hatten reichlich Spaß und ich quitte mal. Tschüss.